Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Meinischcap Randomizer. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir so halbwegs den Wald abgeschlossen. Und ja, mit unseren schönen Items dachte ich, gehen wir jetzt erstmal ab in die Berge und gucken mal, was wir da so ausrichten können. Dementsprechend, wir gucken erstmal hier kurz rein. Ich glaube, hier ist aber nur eine Feenquelle oder sowas drin. Bam! Düdeldüdel, genau. Hier können wir uns immer schon aufladen. Kommen wir nehmen gleich mal eine mit. Ansonsten, ja, hier drinnen gibt es bestimmt keinen Vogel. Tränke haben wir so ein bisschen. Theoretisch hätten wir uns da viel mitnehmen können. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den regulären Weg über die Brücke. Jawohl, schön Schaden. Bisschen Geld nehmen wir auch mit. Und hier geht es direkt irgendwo runter. Theoretisch können wir halt auch den... ist das eine Falle? Nein, ist keine Falle. Sehr schön. Bisschen Geld eingesackt. Aber wir können nur 300 Rubine tragen. Okay, hier geht es dann auch nicht weiter. Das heißt, das war's hier dann auch schon. Da können wir meine schon mal rein. Müssen wir halt klein sein. Okay. Also, ja, wenn wir klein sind, können wir da rein. Wir gehen jetzt erstmal nach links. Westliches Wäldchen. Okay, da komme ich jetzt so gar nicht rein. Das heißt, ich muss wahrscheinlich an einer anderen Stelle erstmal links gehen, um da weiterzukommen. Jetzt die Frage. Können wir das denn? Zack. Und können wir als kleiner Kerl irgendwo ins Wasser springen? Hier muss ich anrempeln, dann kann ich klein werden. Ah ja. Dann kann ich hier rein, dann kann ich da in die Hütte rein, kann oben wahrscheinlich ins Wasser springen. Müssen wir uns merken, sobald wir die Pegasus-Stiefel haben, dass es da nochmal weitergeht. Ich glaube, ansonsten haben wir hier auch alles in der Ecke. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal durchs Schloss und versuche dann oberhalb nochmal links zu gehen, in der Hoffnung, dass da irgendwo nochmal ein Durchgang ist. Beziehungsweise vielleicht auch direkt an der Wache einfach vorbei. Vielleicht klappt das auch. Ach man, ich will den Vogel nicht rufen. Geh weg, Bautzi, geh weg. Geh weg. Danke. Ach, hier kann jetzt auch einer rein, oder wie? Ah ja. Okay, wusste ich nicht. Da kann man auch noch eine Frau. Ah, ihr hattet doch gesagt, ich kann jetzt irgendwie die Bibliothek, das Haus neben. Ach ja, hast recht. Das Haus neben der Post ist die Bibliothek. Da kann ich jetzt rein. Stimmt. Kann ich da was Schönes machen? Willkommen in der Bücherei. Wenn das nicht Link Alberichs Enkelkind ist, sieh dich ruhig in Ruhe um. Willkommen in der Stadtbücherei. Wenn das nicht Link Alberichs Enkelkind ist, wie die Bücher aus dem Regal 1, Regal im ersten Stock, das wo drei Bücher fehlen. Das ist das Problem. Sie sind schon so lange ausgeliehen. Ich werde einfach nicht, sie werden nicht zurückgegeben. Das Bilderlexikon der Tierwelt zum Beispiel, das geht genau. Das hat eine Katzenbesitzerin ausgeliehen. Das darf sie ja auch. Aber sie muss es wieder zurückbringen. Okay, hat sie nett gemacht. Hello. Welches Buch leuchten wir heute aus? Das wissen wir nicht. Hallo. Jetzt kommen Leute in den ersten Stock. Schön, wie ich sehr einsam. Ja, geh doch mit. Hä, geh doch ins Erdgeschoss. Was ist denn da das Problem? Ach, das tut gut. Wunderbar. Kinder sind toll, was? Ganz toll. Okay, nein, der kann ich jetzt nicht ausweichen, ne? Doch, ganz knapp. So, dann zack, den machen. Machen wir uns mal klein. Guck mal, was wir in der Bücherei hier anrichten können. Als kleiner Bimpf. Und zwar glaube ich, dass wir hier was machen können, ne? Jo. Ey, na sowas. Na sowas. Die Bücher wurden verliehen. Und nun kommen wir nicht mehr zurück zu Lexter, dem Ältesten. Ob der Älteste allein klarkommt? Oh je, ich sorge mich so sehr. Die Bibliothekarin müsste eigentlich wissen, wer die Bücher hat. Wir meine, sind da vollkommen hilflos. Ah ja. Heißt, ja, hier müsste es theoretisch eins sein.
Die Bücher, auf denen man hochklettern konnte, sind alle verliehen. Also kannst du Lex das Abenteuergeschichten nicht hören, schade. Okay. Also die Bücher müssen alle zurück. Das heißt, ich muss random nochmal die Leute wahrscheinlich anquatschen, die irgendwo Bücher rumliegen haben. Vielleicht einfach in der Stadt ein bisschen die Leute anquatschen. Ja, nichtsdestotrotz, ich kann jetzt hier auch runterklettern. Und bin als kleiner Typi hier jetzt unterwegs. Kann ich hier noch irgendwas machen? Hier erstmal nicht, hier komme ich nicht hoch. Kann ich ins Wasser gehen? Jo. Und kann in die Kanalisation. Okay. Ah, hier kann ich ja nicht hoch. Da drüben, wo das seichte Wasser ist wahrscheinlich. Hi. Achso. Okay. Warum sollte ich da rein? Gibt es einen Grund für mich da reinzugehen? Ich sehe ihn noch nicht. Vielleicht muss ich irgendwas aktivieren. Hi, hi. Und ciao. Okay, was haben wir hier? Boss White. Okay. Kann ich da gegen die irgendwas machen? Special-mäßig? Wow, Boomerang Attack. Okay, einfach voll Kanone drauf, oder? Die stehen gerade echt nicht so gut, ne? Die Typis. Schieß das Ding. So, erledigt. Und eine schöne, dicke Schatzkiste erhalten. Mit einem Herzteil. Naja. Ach, cool. Yay, wir haben einen neuen Herzcontainer. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, das passt. Sehr schön. Hier durch? Nein. Erstmal schon Kaffee. Ah, den habe ich gebraucht. So, oh. Oh, oh, oh. Gibt es einen Feuerstab? Ah, ne, die Lampe, ne? Ah, die haben wir noch nicht. Shit. Okay, ich muss hier nochmal rein für die Lampe. Sehr wichtig. Ah, ansonsten nur ein Herzteil jetzt bekommen, leider. Okay, Lampe. Boah, erinnere ich mich da dran? Keine Ahnung. Kann ich hier auch durch? Nein. Okay, da sind wir hier erstmal fertig. Heißt, Bücher ausleihen. Und die Lampe. Dann können wir hier nochmal was machen. Ob wir das schnell machen können? Mit den Büchern? Was hast du gesagt? Tierwelt. Katzenbesitzerin. Okay, warte mal. Da sind Katzen. Ich erinnere mich jetzt schon düster, dass hier irgendwo eine Frau mit einer Katze war. Die Frage war nur wo. Ah. Ah ja. Liebe Mutter, ich bin nach Hause, zu Hause nebenan. Ja, aber... Magmeet von nebenan ist schon weg, aber morgen sehe ich sie wieder. Ja, aber wo ist sie hin? Wo ist sie? Ha. Oder kann ich das Buch einfach klauen? Ich sehe gar kein Buch. Sie hat auf jeden Fall eine Katze. Gibt das Sinn? Ist sie Magmeet? Nö. Und du? Oh, sorry. Prost. Braucht man überhaupt auch ein Abendessen? Naja, so richtig nicht, ne? Das ist der Schwertmeister? Kann ich mit dem reden? Ah, neue Techniken trainieren. So, bist du bereit zu trainieren? Ja, bitte.
10 Bomben. Geil. Bin stärker geworden. Ah, ein neuer Mantel. Bist du bereit zum Trainieren? Jo, bitte. Jo, geil. Ich bin stärker geworden. Okay. Das heißt, einfach wenn ich random Items bekomme, sollte ich ab und zu mal dahin gehen. Okay, verfolgen wir jetzt aber erstmal unseren Plan weiter, würde ich sagen. Katzenbesitzerin habe ich jetzt nicht gefunden. Hier drin ist auch keine, ne? Nee. Ist er Typ? Kann ich mit dem irgendwas vereinen? Nö. Nö, nö, nö. Okay. Gehen wir mal. Achso, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier konnte ich doch noch irgendwas kaufen, ne? Magnus, genau. 200 Rubine, das passt ja. Let's go. Vielen Dank für deine Bestellung. Es müsste bald da sein, also frag ab und zu mal bei uns nach. Sehr schön. Da haben wir nämlich das Geld wenigstens wieder los. Und dann geht's hier weiter. Na, ja, genau. Ah, da komme ich jetzt auch nicht lang. Brauche ich auch einen Shortcut? Ah, kann ich das machen? Ich kann das auch gar nicht machen, ne? Muss ich dafür erst in die heiligen Hallen mal reingehen, damit ich das machen kann mit dem Schwert? Vielleicht sollte ich das vorher mal tun. Nicht, dass ich jetzt hier erstmal irgendwelche Fähigkeiten erlernen muss. Und dann stehe ich da und kann die gar nicht einsetzen. Weil ich mein Schwert noch nicht upgraded habe in den Hallen der Vier oder was immer das ist. Wie immer das heißt. Deswegen, ich gehe erstmal Schloss Hyrule rein. Da kommt man ja irgendwo in diesen... in diese heilige Halle, ne? Da komme ich nicht rein. Da müssen wir theoretisch auch erst reinkommen, sobald... Guck mal hier. Da kommen wir, glaube ich, erst rein, sobald wir alle Bosse besiegt haben und alle Tempel abgeschlossen haben. Ja. Bringt 100 Rubine. Hier muss ich anrempeln. Das Augenweg. Sehr schön. Du. Noch ein Schwertmeister. Hi. Ich bin Maximus. Wenn du mit mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Aber es ist viel zu dunkel hier. Mann. 50 Rubine. Okay, müssen wir uns merken. Müssen wir uns merken. Du. Noch so ein Ding, was wir uns merken müssen. Dafür brauchen wir halt auch die Fackel, ne? Fackel und dann können wir da auch was machen. Wir haben noch nicht mal einen Bogen. Bogen erhalten, damit kannst du Feinde aus der Ferne treffen. Ja, geil. Geil. I love it. Schön. Na, na, na. Okay. Das ist ja erstmal nice. Und ich glaube, in den restlichen Raum muss ich mich reinschleichen, oder? Du. Ach, die Musik ist schon majestätisch. So, der läuft jetzt immer links und rechts, okay. Dann gehe ich hier hin. Und dem... muss ich dem hinterherlaufen oder wie? So. Oh Gott, das war knapp. Sehr knappe Geschichte hier. So, dann haben wir hier nochmal was. Mal sehen, ob es hier besser läuft. Zack. Oh Gott, die halten zwei Schläge aus. Ist ja der Wahnsinn. Okay, da kann ich auf jeden Fall irgendwas aktivieren. Zack, Tür auf und... wo kommen wir hin? Oh, Schloss Hyrule. Ist das gut? I don't know. In die Türen komme ich sowieso nicht rein. Okay, aber wir müssten hier vorne reinkommen, ne? Das ist dann, glaube ich, der Innenhof einmal. Und da kommen wir dann über den Innenhof, glaube ich, in diese heilige Stätte. Genau. Ah, schöne Musik. Genau, und hier kann ich doch jetzt irgendwas aktivieren, oder?
Nicht? Ja, mit dem Bogen, genau. So, so. Lad das Schwert dort auf dem Boden auf und wo der Boden leuchtet, so steht es hier geschrieben. Na dann, mach ich mal. Funktioniert aber nicht. Warum nicht? Brauche ich ein neues Upgrade noch? Warum geht das nicht? Hab ich das falsch gemacht? Brauche ich noch irgendwas? Leute, habt ihr da einen Plan für mich? Habe ich das falsche Schwert? Oder warum geht das nicht? Da passiert auch nichts. Ah, ich brauche... Ah, ich brauche... Klar, ich brauche den Stein, ne? Ich brauche... Ich muss den Dungeon erledigen. Sonst geht das nicht. Ja, okay. Logisch. Ich kann hier nichts aktivieren, solange ich keinen Dungeon erledigt habe. Okay. Gut, hat es schon erledigt? Ihr habt natürlich vollkommen recht. So, dann haben wir hier noch einen Zugang. Ja, es hat ja toll geklappt, der Plan für den Part, ne? Ich wollte eigentlich nach links gehen, so ein bisschen Berge erforschen und sowas. Bin dann doch irgendwie leicht abgedriftet. Aber naja. Wir haben trotzdem den Bogen bekommen. Und ein Herzteil und ein paar neue Orte entdeckt. Hier können wir jetzt auch noch rein. Okay, ist nur eine Feenquelle. Feen nehme ich mir aber mit. Let's go. Und dann war es das hier auch schon. Okay. Kein Zutritt, Junge. Tschüss. Danke fürs Rausbringen. Okay, sind wir hier auch erstmal fertig? Oh. Hier war ich auch noch nicht. Da gehen wir gleich mal hin. Ah ja. Und so für einen schönen Schluck Kaffee. So ein paar Bomben. Ja, hier geht das dann halt auch nicht erstmal weiter. Und hier kann ich wieder eine Runde schwimmen. Hier geht es aber noch tiefer rein. Oh Gott. Nein. Ja, genau. Ah, das war dumm. Jetzt habe ich zwei Bomben gelegt. Jetzt habe ich hier wieder Geld. Gott. Okay, Wasserfall. Ist wieder so ein Schwertmeister? Alter, wie viele Schwertmeister gibt es denn? Ich bin Justin! Ja. Okay, Herzteil. Okay. Stärker geworden bin ich wirklich, aber nur geringfügig. So, hier geht's jetzt weiter. Okay. Theoretisch ist aber weiter oben ja auch noch was gewesen, oder? Hilfe. Au. Ah. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier war ja auch noch was. Das ist jetzt die Höhle, ne? Ja, ist dasselbe, okay. Und unten geht es dann aber auch weiter. Alter, es gibt so viele Wege, ne? Hier geht es auch weiter. Ja. Ein Herzchen. Na gut. Nehmen wir trotzdem mit. Und hier war aber jetzt auch schon wieder was. So viele Schleichwege hier. Okay, noch ein Herzteil. Sehr schön. Nehmen wir mit. Ich meine, wir müssen ja sowieso stärker werden. Wir brauchen für den einen Schwertmeister 10 Herzteile. 10 Herzcontainer. Dann geht's hier nicht weiter. Geht's hier weiter? Nö. Okay, dann sind wir hier auch fertig. Alles klar. Dann gehe ich jetzt hier nochmal runter. Und dann schwimmen wir unten nochmal eine Runde. Und dann ist der Part auch gleich rum, liebe Leute. Leider, leider. Ging schon wieder viel zu schnell. So. Ja, genau. Was werden wir hier nämlich erforschen können? Ah, guck mal. Kann ich mir schon einen Shortcut für die Brücke machen? Oder? Ja, geil. Schön. Ba, 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 ba. Ist doch einfach schön, oder? Wenn sich einem Dinge erschließen. Ah, wo bin ich jetzt? Ist das hier, wo die Bäume sind? Ja. Nee, hä? Ah, doch. Okay. Aber ein bisschen anders ist es, ne? Nee. Okay, bin hier richtig. Alles klar. Gut, dann haben wir hier nämlich jetzt die Brücke. Dann können wir von hier aus nach links gehen. Sehr schön.
Und da gibt es direkt die nächste Schatzkiste. Mit einem, ja, keine Ahnung, geheime Welt von Tabanda. Habe ich jetzt die ganze Zeit das genommen. Haben wir jetzt 3 Stück. Ich hoffe, das ist richtig. I don't know. Ich weiß auch nicht, wo ich die vereinen muss, die Stücke. Aber Leute, ich würde sagen, das war es erstmal mit dieser Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren, beim nächsten Mal wieder einschalten. Und gerne Tricks und Tipps in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal zum Minish Cap Randomizer. Tschüssi!